ihr Lieben, heute gibt es ein super, super, super angefragtes Video. Und zwar geht es um die Geschlechtsbestimmung in den absolut ersten Wochen sozusagen. Also die meisten finden es ja im Ultraschall heraus, bei einer Untersuchung beim Frauenarzt meistens. Naja, was heißt meistens? Es ist oftmals so ab der 14. Woche, weil da es offiziell sozusagen überhaupt erst mitgeteilt werden kann. Das ist aber sehr, 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 sehr früh. Also bei mir war es jetzt der Fall gewesen, dass meine Frauenärztin es erst offiziell in der 22. Schwangerschaftswoche gesehen hat, was ich bekomme. Und das finde ich persönlich unglaublich spät. Ich bin jemand, der immer sehr, sehr aufgeregt ist und am liebsten sofort alles wissen möchte. Ich wollte euch heute von drei Methoden erzählen, und zwar die Ramsey-Methode, die NIP-Methode und auch die HCG-Methode. Und da könnt ihr schon ab der 6. Schwangerschaftswoche theoretisch herausfinden, was es denn werden könnte. Das sind natürlich alles jetzt keine 100% wissenschaftlich belegten Theorien. Die Ramsey-Methode ist noch relativ unbekannt, und die NIP-Methode ist relativ bekannt. Also jemand, ein Arzt, der sehr gut Ultraschall schallen kann, der wird über diese Methode ganz leicht sehen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Und bei mir ist es so, ich habe zwei Jungs und bin jetzt gerade mit unserem Baby Girl schwanger, und bei allen drei Kindern treffen alle drei Methoden zu. Das kann ich jetzt nur von mir aus sagen. Ich kann natürlich nicht hundertprozentig für alle sprechen, aber was ich so recherchiert habe, ist die Trefferquote schon extrem hoch. Und ja, man kann einfach mal gucken. Wir fangen an mit der Ramsey-Methode. Ich habe mir hier alles nochmal aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Und zwar die Ramsey-Methode kann man anwenden zwischen der 6. und der 8. Schwangerschaftswoche. Danach nicht mehr. Es geht nämlich darum, wo hat sich das Baby eingenistet? Beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt, geht es darum, wo hat sich eure Plazenta eingenistet, also festgesetzt. Danach ist es nämlich so, nach der 8. Schwangerschaftswoche, dass die Plazenta immer größer wird und sich auch mal verschieben kann, wandern kann. Und also was heißt wandern? Sie geht jetzt nicht komplett von links nach rechts oder sowas, aber sie wird größer, und dadurch kann man nicht mehr sagen, liegt sie jetzt links oder rechts. Es geht nämlich darum, bei der Ramsey-Methode, die besagt, wenn sich eine Plazenta oder ein Kind links eingenistet hat, dann wird es ein Mädchen. Wenn sich die Plazenta, das Kind, rechts eingenistet hat, dann wird es ein Junge. Also total simpel, wenn ihr euch einfach euren Ultraschallbild nimmt und eine Uhr vorstellt, dann einfach von 0 bis 6 Junge und von 6 bis 12 Mädchen. Also eigentlich ganz simpel. Theoretisch, da gehört aber unglaublich viel dazu. Wenn man jetzt wirklich keine Ahnung hat und den Frauenarzt nicht gefragt hat und der Frauenarzt einem nicht direkt gesagt hat, hey, dein Baby hat sich links oder rechts eingenistet, dann kann man sich ja nie so hundertprozentig sicher sein, weil zu dieser Ramsey-Methode ist es wichtig, dass man ein Ultraschallbild richtig lesen kann. Und das ist unglaublich schwierig, beziehungsweise man muss überhaupt erstmal wissen, ob das ein richtiges Ultraschallbild ist. Also dazu mal ganz kurze Infos. Ein Ultraschallbild, wenn ihr das bekommt, hat ja oben immer euren Namen und Co. stehen, und man hat ja dann immer so eine kleine Kurve oben und die große unten. Es sieht immer alles so wunderschön aus. Das Ding ist aber, dass dieses Bild theoretisch falsch rum ist. Also ihr müsstet dieses Bild einmal umdrehen, sodass der kleine Kreis nach unten ist und der große oben. Dann habt ihr überhaupt erst einmal die richtige Perspektive sozusagen von oben auf euren Bauch. Zumindest wenn es ein vaginaler Ultraschall gewesen ist, was es meistens ist in diesem frühen Stadium, werden ja eigentlich immer vaginale Ultraschalle gemacht. Das heißt, wenn ihr das Bild vor euch habt, dann dreht es einmal um. Kleiner Kreis nach oben, dann habt ihr es überhaupt erst einmal richtig rumliegen. Das ist schon mal ganz wichtig, um überhaupt erst einmal links und rechts zu unterscheiden. Dann kommt aber noch dazu, dass es eine transversale, koronale Schnittebene vom Körper ist. Und das kann eigentlich fast keiner wirklich richtig gut erkennen, es sei denn, ihr seid irgendwie in der Medizin und wisst ganz genau, wenn ihr euch ein Ultraschallbild anseht, aha, das ist jetzt die richtige Schnittebene vom Körper, weil ihr müsst euch vorstellen, euer Körper, wenn ihr einen Ultraschall einstellt, kann der Ultraschall sozusagen so scannen, er kann so scannen, er kann euch von der Seite so, also die Schnittebene ist einfach ausschlaggebend, um überhaupt
zu wissen, ist es links oder rechts. Wenn ich jetzt zum Beispiel also den Körper hier in der Mitte einmal zerschneiden würde, dann kann man ja gar nicht sehen, vom Bauch her, ist es jetzt links oder rechts. Man kann sehen, was ist vorne, was ist hinten. Aber wenn ihr zum Beispiel so eine Schnittebene habt durch den Körper einmal durch, dann kann man es auch nicht erkennen. Also deswegen ist es wichtig, diese Schnittebene, eine transversale, koronale Schnittebene, damit man auch wirklich weiß, ist es links oder rechts. Und wenn man jetzt wirklich Laie ist und zu Hause vor seinem Ultraschallbild sitzt, dann kann man das eigentlich im Prinzip gar nicht wissen, was ist jetzt, wie ist die Schnittebene. Deswegen, da kann man sich natürlich ein bisschen belesen und informieren, auf was kann man achten und so weiter und so fort. Aber das Einfachste ist natürlich, wenn ihr bei eurem Ultraschalltermin, das ist meistens ja der erste Ultraschalltermin, wo dann auch nach dem Herzschlag und so weiter geschaut wird, und dass ihr da einfach mal nebenbei eure Ärztin oder Arzt fragt, hey, wo hat sich denn die Plazenta oder wo hat sich das Kind denn eingenistet? Links oder rechts, weil da kann dann der Arzt schauen und die richtige Schnittebene am Gerät einstellen, und dann kann er euch ganz genau sagen, links oder rechts. So war es bei mir jetzt zum Beispiel beim dritten Kind so gewesen, weil ich links Schmerzen hatte vom Feinsten, also jetzt übertrieben dargestellt, aber ich hatte wirklich ausschließlich links Schmerzen, und das hatte ich der Ärztin gesagt und habe gemeint, ja, vielleicht ist die Einnistung einfach links oder sowas, und sie hatte dann direkt beim ersten Ultraschall gesagt, ja, die Plazenta hat sich links eingenistet, das werden sie dann wahrscheinlich einfach ein bisschen intensiver spüren, weil es gibt Frauen, die spüren es intensiv, es gibt Frauen, die spüren es gar nicht, also es ist total unterschiedlich. In meinem Fall war es so gewesen, dass ich ja da sehr empfindlich bin und da immer sehr viel spüre, auch so damals Eisprung und sowas, und habe das wirklich regelrecht gespürt, und sie hatte es mir dann damit halt eben bestätigt, und somit weiß ich tatsächlich offiziell vom Frauenarzt, dass meine Plazenta sich links eingenistet hat, und ja, letzten Endes weiß ich ja mittlerweile, dass das stimmt. Also links steht ja für Mädchen, und ich war wirklich komplett bei 9 Uhr sozusagen. Also mehr links geht gar nicht. Und ja, letzten Endes stimmt das. Ich habe ein Mädchen. Ich hatte dann bei den alten Ultraschallbildern geschaut, und da wusste ich halt nicht mehr, ob die Ärztin mir da irgendwas gesagt hatte, wo genau die Plazenta und so weiter liegt und so weiter. Also was ihr machen könnt, also das Ultraschall richtig rumdrehen. Und dann schaut ihr, wo ist der Dottersack, also wo ist das Baby. Und da müsste dann in der Nähe vom Baby auch also die Plazenta sein. Das müsste so eine weiße, schattige Linie sein. Das ist ganz, ganz schwer eben zu deuten. Wenn man sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, ist es fast unmöglich. Aber man muss sich dafür einfach mal ein bisschen interessieren und sich mal verschiedene Ultraschallbilder anschauen. Dann kann man das schon erkennen. Also wenn ihr da vermutet, dass da so eine kleine weiße Linie ist, wo man sagen könnte, das könnte dann die Plazenta sein, weil es einfach neben dem Dottersack liegt, dann könntet ihr dann halt eben dadurch versuchen, links und rechts zu deuten. Bei mir war es tatsächlich so gewesen, nämlich bei den zwei Ultraschallbildern von meinen zwei ersten Schwangerschaften, dass ich den Dottersack erkennen konnte. Also vom Kind, das erkennt man meistens immer auf diesen ersten Bildern, und nebendran so eine weiße Linie, die halt eben für die Plazenta steht, und ich habe das Ganze richtig rumgehalten, und bei beiden Kindern, die waren beide rechts, also komplett rechts. Manchmal ist es 6 Uhr, 12 Uhr, dann kann man einfach nur raten, da kann man halt einfach nichts machen. Aber bei den beiden war es rechts, und es sind beides Jungs. Also in meinem Fall, bei beiden Jungs und bei Mädchen hat es tatsächlich, also hat die Ramsey-Methode gestimmt. Dann kommen wir zur HCG-Methode. Dazu reichen schon zwei Sätze. Und zwar ist es so, dass es bei Mädchen anscheinend so ist, dass das HCG viel schneller ansteigt und beim Jungen ein bisschen langsamer ansteigt. Das heißt, wenn ihr in den ersten Wochen zum Beispiel, es gibt Frauenärzte, die sagen, also bei meiner alten Frauenärztin war es zum Beispiel so gewesen, dass sie, als ich angerufen habe und gesagt habe, hey, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest, dann hat sie gesagt, okay, kommen Sie vorbei, wir machen einen Bluttest, um das Ganze nochmal zu ja, bestätigen, und in der siebten Woche machen wir dann den ersten Ultraschall, um zu gucken, ob das Herzchen schlägt. So war es bei ihr gewesen, und bei meiner aktuell wieder Ärztin, die ich auch in den ersten zwei Schwangerschaften hatte, bei der war das nämlich nicht so gewesen. Die hat gesagt, okay, Sie haben einen positiven Schwangerschaft, alles schön und gut, wir machen einen Termin aus in der siebten Schwangerschaftswoche, und dann bin ich das erste Mal überhaupt in der siebten Schwangerschaftswoche dahin, habe dort einen Ultraschall bekommen, und dann wurde sozusagen die Schwangerschaft festgestellt und ja, dann der weitere Ablauf, Blutabnahme und Co. Aber bei der Ärztin, wo ich jetzt zwischendurch war, die hat mir in der fünften Woche oder sowas, oder vierten Woche, ich weiß es gar nicht mehr, hat sie mir Blut abgenommen,
Und dadurch habe ich den HCG-Wert erfahren und der war tatsächlich schon relativ hoch. Und da kann man, hat es sich schon so angedeutet, dass es ein Mädchen sein könnte, weil, wie gesagt, hoher HCG-Wert zu Anfang bedeutet Mädchen, etwas niedriger ein Junge. Da könnt ihr auch einfach mal nachschauen, wenn es euch interessiert. Die dritte Methode und eine sehr, sehr, sehr beliebte Methode tatsächlich unter vielen Ärzten, gerade die ganzen, ja, Ärzte, die wirklich sich auf die Ersttrimester-Screenings und so weiter spezialisiert haben, die nutzen sehr oft die NUP oder NAP-Methode. Kurz, was ist überhaupt der NAP? Das ist so eine kleine Geschwulst, die im Intimbereich ist. Das sieht immer aus wie so eine verlängerte Wirbelsäule, wie so ein kleines Schwänzchen. Auf jeden Fall, das bildet sich dann irgendwann zurück und dadurch entsteht dann entweder das männliche oder das weibliche Geschlechtsteil. So. Übrigens, anders als bei den anderen Methoden, bei der NAP-Methode ist es wirklich so, dass in Studien erwiesen wurde, dass diese Theorie zu 75% stimmt. Undercover wird eher auf 90% plädiert, weil das einfach ein Indiz ist. Wenn es ein gutes Ultraschallbild ist, dann kann man wirklich ganz deutlich herauslesen, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Wenn es so undeutliche Bilder sind, dann ist es ein bisschen schwierig manchmal. Aber wenn man wirklich beim Arzt ist und der gerade am Schallen ist, dann kann man das safe sehen. Deswegen ganz, ganz, ganz interessant diese Methode, weil es unglaublich hohe Prozentzahlen sind, die sogar wissenschaftlich bewiesen oder belegt sind in Studien. Das finde ich unglaublich interessant. Deswegen die NAP. Methode oder die NAP-Theory ist jetzt sehr, sehr interessant, deswegen zuhören. Ihr könnt diese Methode anwenden und das Geschlecht herausfinden zwischen der 12. und der 14. Woche. Davor geht es nicht, da sehen alle Geschlechter gleich aus und danach sind die Kinder meistens auch zu groß und natürlich kann man das danach auch immer noch machen, aber es geht drum, oder beziehungsweise natürlich kann man im Ultraschall auch danach ein Geschlecht erfahren, das ist ja bei den meisten der Fall, aber in der 12. bis zur 14. Woche macht man meistens dieses Ersttrimester-Screening. Oder kann man es machen lassen, sagen wir es mal so. Und da habt ihr eben die Möglichkeit, das Geschlecht zu erfahren. Ich habe bei meinen beiden Jungs in der 13. Schwangerschaftswoche durch diese Methode erfahren, dass es Jungs sind. Und bei meinem Mädel habe ich sogar in der 12. Woche erfahren. Also wirklich sehr, 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 sehr früh. Ja, und was ist wichtig dafür? Also grundsätzlich ein Ultraschallbild in 2D, also auch vom Seitenprofil. Das heißt, das Kind wird einfach von oben geschallt. Da kann man auch das ganz normal über die Bauchdecke machen. Da ist es eben nicht wichtig, ist es links, rechts, oben, unten, völlig egal. Hauptsache, man hat ein komplettes Bild vom Baby. Und das ist ja meistens der Fall, wenn man bei solchen großen Ultraschallen ist. Die zeigen einem das Kind einmal komplett und dann werden ja die einzelnen Organe und Körperteile halt eben nochmal genauer gescreent. Aber am Anfang wird meistens einmal das komplette Kind einmal kurz gezeigt und geschaut. Das ist immer sowieso einer der schönsten Termine, die es überhaupt gibt. Also die würde ich wirklich auch jedem empfehlen. Das ist so, 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 so schön. Abgesehen davon, dass ihr da wirklich herausfinden könnt, was es halt eben wird. Ja, und wie findet man das Ganze jetzt heraus? Und zwar geht es um den NAP, wie gesagt, und da der abstehende Winkel zur Wirbelsäule. Das heißt, wenn ihr den NAP habt und der so ein bisschen hoch steht und ihr dann die Wirbelsäule habt, dann habt ihr eben so einen kleinen Winkel von mindestens bzw. mehr als 30 Grad. Dann deutet das Ganze auf einen Jungen. Wenn der NAP aber eher gerade liegt, also weniger als 30 Grad und so parallel zur Wirbelsäule verläuft, ich werde euch auf jeden Fall noch Beispielbilder einblenden, dann deutet das Ganze auf ein Mädchen hin. Kann aber auch noch ein paar andere Sachen beobachten. Dieser Napp, den man hinten sieht, wenn der lang und gespalten ist, deutet es auch auf ein Mädchen hin. Und wenn er eher kurz und rundlich ist, dann deutet es eher auf einen Jungen hin. Ich werde euch jetzt hier auch einfach mal Beispielbilder einblenden. Ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. Es geht einfach nur darum, dass ihr euch diesen Nupp am Ende anschaut, also zwischen den Beinen, da wo der Popo liegt sozusagen. Und dass ihr einfach schaut, guckt er nach oben, also mehr als 30 Grad
zur Wirbelsäule, dann ist es halt eben ein Junge. Und wenn das Ganze eher parallel verläuft, dann deutet das Ganze auf ein Mädchen hin. Und ich habe mir die alten Ultraschallbilder mal von meinen zwei Jungs angesehen. Da war es auf jeden Fall so, dass es nach oben gezeigt hat, also mehr als 30 Grad zur Wirbelsäule. Und das hat ganz klar, also man hat ganz klar gesehen, dass es Jungs sind. Und diesmal hat man es auch ganz, ganz klar gesehen, dass es ein Babygirl ist. Ich lag da auf der Liege und der Arzt hat Ultraschall begonnen und es hat keine 2 Sekunden gedauert. Und er hatte davor nämlich schon mit mir gesprochen und gefragt, was es denn, was ich mir denn diesmal wünsche. Und ich hatte dann noch, war gerade noch im Redefluss und habe gesagt, ja, wir haben ja 2 Jungs und ein Mädchen wäre schon schön. Und in dem Moment hat er geschallt und genau in diesem Moment habe ich das einmal das Baby komplett gesehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das sieht aber stark nach einem Mädchen aus. Und dann hat er nur zu mir gesagt, ach, da hat sich jemand informiert über Ultraschallbilder. Und dann hat er geguckt und gesagt, dass es ganz klar ein Mädchen ist. Und ja, also wenn man sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt und sich verschiedene Ultraschallbilder ansieht und weiß, worauf man genau gucken muss und in welchem Winkel und so weiter, dann kann man das wirklich deuten, einfach schon in der 12., 13. oder 14. Woche, einfach in dieser Zeit oder beziehungsweise ab der 12. Woche ist es möglich, weil wie gesagt, davor ist es, ist es bei allen gleich, dieser Nob sieht bei allen gleich aus und erst dann fangen ja an, sich die Geschlechtsteile wirklich zu bilden und erst dann ist es möglich, davor ist diese, also kann man diese Theorie halt eben nicht anwenden und das finde ich einfach nur unglaublich. Also bei mir hat es wirklich alles gestimmt. Am Anfang der HCG-Wert sehr hoch. Dann kam eben diese Ramsey-Methode, dass ich erfahren habe beim Frauenarzt. Also ich konnte jetzt auch nicht irgendwie das Ultraschallbild falsch lesen, sondern bei der Frauenärztin war es wirklich so, dass die Ramsey-Methode gestimmt hat, weil sie mir deutlich oder weil sie mir ja direkt vor Ort gesagt hat, dass sich meine Plazenta komplett links eingenistet hat. Das Ultraschallbild, was ich bekommen habe, als ich es richtig rumgedreht habe, habe ich auch nochmal gesehen, Plazenta, Baby komplett links eingenistet und dann nochmal jetzt hier bei der NAP-Theorie habe ich es auch ja direkt beim Ultraschall gesehen, dass wirklich der NAP und die Wirbelsäule komplett parallel gelaufen sind, also genau gegenüber und das hat halt eben auf das Mädchen hingedeutet. Ich habe bei dieser NAP-Theorie auch nochmal einen Bluttest machen lassen von anderen Sachen und habe dann nebenbei noch gesagt, ja, lass das Geschlecht auch nochmal mitbestimmen. Da ist auch nochmal rausgekommen, dass es ein Mädchen ist und dann jetzt erst in der 22. Woche tatsächlich bei der Frauenärztin. Davor hat sich die Kleine nie zeigen wollen, die Frauenärztin hat nie was gesehen. Erst in der 22. Woche hat die Frauenärztin jetzt auch ganz offiziell gesagt, weil davor war ich ja bei Spezialisten sozusagen, die sich auf Ultraschall spezialisiert haben. Und ja, aber bei der gängigen Frauenärztin hätte ich es theoretisch erst in der 22. Woche erfahren. Also es ist richtig, richtig, richtig krass. Weil davor, das sind ja alles diese Ramsey-Methode, HCG-Methode, NAP-Methode, das sind ja alles nur Theorien, wo man ja nicht hundertprozentig sagen kann, okay, so und so und so und so. Letzten Endes muss man ja dann wirklich bis zum letzten Moment, selbst bei Ultraschall, habe ich da ja schon Geschichten gehört, dass irgendwie in der 20. Woche gesagt wurde, es ist dieses Geschlecht und am Ende kam doch was anderes raus. Aber wir haben ja auch sogar die Blutwerte. Also ich kann jetzt wirklich mit Sicherheit sagen, dass wir ein Mädchen bekommen und dadurch kann ich aber auch die ganzen Methoden bestätigen, dass sie in meinem Fall tatsächlich alle gestimmt haben. Also wenn ihr da neugierig seid, genauso wie ich, dann schaut euch einfach mal eure alten Ultraschallbilder an oder wenn ihr jetzt sogar gerade frisch schwanger seid, dann wisst ihr Bescheid, was genau ihr anfragen solltet bei eurem Frauenarzt, eben wegen der Ramsey-Methode. Hat sich das Kind links oder rechts eingenistet oder halt eben mit der NAP-Theory und dann habt ihr einfach, wie gesagt, in der 6. Woche, eigentlich schon in der 5., falls euer Frauenärztin so ist, dass sie nach einem positiven Schwangerschaftstest tatsächlich einen Bluttest auch macht, dann könnt ihr auch mal schauen, welche HCG-Werte, wie ist der Normbereich, was ist hoch, was ist niedrig, was ist normal. Aber mit der Ramsey-Methode in der 6., 7., 8. Woche und mit der NAP-Theory 12. bis 14. Woche, da könnt ihr schon sehr, sehr, sehr gezielt schauen, wird es ein Junge oder wird es ein Mädchen? Und für alle, die das interessiert, ist es natürlich was sehr, sehr, sehr Interessantes. Für alle, die da gar kein Interesse haben und denen es eigentlich völlig egal ist,
auch gar kein Thema, aber ich finde diese Theorien schon ziemlich interessant. Also deswegen wendet sie gerne an, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr nochmal genauere Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder ja, informiert euch da einfach nochmal, wenn ihr da skeptisch seid oder nochmal irgendwie genau recherchieren möchtet. Das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen. Alle drei Methoden haben, beziehungsweise die HCG-Methode kann ich nicht bei den Jungs belegen, weil das damals bei mir nicht gemacht wurde. Aber sowohl die Ramsey als auch die Nup Theory kann ich bei allen drei Schwangerschaften komplett, ja, belegen, dass es bei mir zumindest gestimmt hat. Ja. Das war das Infovideo über die ja, sehr, sehr, sehr frühe Geschlechtsbestimmung. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen oder irgendwie informativ zumindest weitergeholfen. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns in den nächsten Videos wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.